Moin! Herzlich willkommen zurück hier am Dienstag zur nächsten Ausgabe Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map 1.9 ohne Gräben. Ihr wisst das, ihr kennt das. Ich erzähle immer das Gleiche. Ja, wir sind immer noch am Ernten, aber wir liegen in den letzten Zügen. Das heißt, ich sag mal, bis zum Wochenende spätestens gehe ich davon aus, wir werden ja mit dieser Folge noch 4 Folgen. Ja, bis dahin dürfen wir mit der Ernte eigentlich durch sein. Das Einzige, was mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet im Moment, ist die Rübenernte. Ihr seht hier unten links, Case Optum steckt im Verkehr fest. Das haben wir gestern in der Folge gesehen. Da ist aber nichts. Da ist nichts, was irgendwie im Verkehr feststecken kann. Der Trecker macht irgendwie einfach Mist. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht muss ich den austauschen da oben oder so. Er fährt auf jeden Fall nicht. Die Straße ist frei. Er fährt aber auch vor den Anfang des Kurses fuhr er ganz, ganz komisch. Und auf einmal, ja, weiß ich auch nicht, was da ist. Keine Ahnung, ob da auf einmal jetzt seit der 1.9 irgendwie eine... Wobei Verkehr würde ja heißen... wird ja nicht durch ein Objekt blockiert, sondern steckt im Verkehr fest, heißt ja... Steckt im Verkehr fest, also das ist ein anderes Fahrzeug, was ihn da behindert. Und ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ansonsten... Toi, toi, toi. Wir sind also an Feld 3, wir sind an Feld 13 und an Feld 41 zu ernten. Wir haben insgesamt im Augenblick haben wir 4 Abfahrer im Einsatz. Wenn wir jetzt gleich nochmal Feld 4 anfangen, haben wir auch noch einen 5. Abfahrer im Einsatz. Und eigentlich wollte ich dann auch eben das Rübenfeld anfangen. Dann hätte ich auch den 6. Abfahrer im Einsatz, aber im Moment macht er mir hier einen Strich durch die Rechnung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Steht natürlich jetzt mitten im Weg für den Abfahrer, der hier vielleicht gleich kommt von Feld... Naja, nee, so voll sind die noch nicht, dass die hier kommen von Feld 41. Witzig ist jetzt, flackert das auch noch immer mit von wegen erschreckt im Verkehr fest. So. Feld 4. Hier noch der Startpunkt. Ach, da oben weiter. Alles klar. Dann fahren wir da oben hin. Oh, weil da können wir ihm auch einfach sagen. Am ersten Wegpunkt. Gerade anfahren. Gerade einstellen. Dann läuft das. Durch ein Wunder. Na los. Bleibt jetzt auch im Streifen stehen. Ist doch ätzend. Ja, da muss ich dann nochmal ran. Das hatte ich ja letztes Mal schon mal. Wieder mal muss ich mal einen neuen Kurs berechnen. Jetzt eh nicht die ersten Runden. Hm.
Feld 4. Brauereisilo. Hier. Gerade am Fahren. Hier der Startpunkt. Das floppt sowieso. Hier vorne kommt der da gar nicht hin. Schon voll. Ja, war klar. Das geht sowieso nicht, da muss ich eh dabei bleiben. Nützt nix. Die erste Runde ist hier leider immer ein bisschen. Vielleicht sollte ich auf diesem Feld sagen, der Drescher fährt selber abtanken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Das Feld 4 ist immer so ein bisschen. Das ist auch komisch geschnitten. Das ist überhaupt kein Vorwurf, im Gegenteil. Ist ja cool. Los, leer machen, bitte. Lassen wir ihn mal fahren. Beobachten das ein bisschen. Ist jetzt ein bisschen müßig hier, aber. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier schon hopfen. Angesät. Geerntet hat man nicht. Ja, und auch angesät natürlich. Wie ist es eigentlich? Ich werde mal überlegen. Heute ist Dienstag, oder? Ja, habe ich das gerade gesagt? Ja, ich glaube schon. Sexy. Dringend neu. Ja, das ist jetzt ein bisschen anstrengend. Das ist die erste Runde. Danach wird's besser. Danach.
es ist einfacher. Ja, also, so wie ich das sehe, das wird uns also bis zum Wochenende wird uns die Ernte auf jeden Fall noch beschäftigen. Das lassen wir mal. Ja, soll er mal zum Drescher fahren? Lassen ihn mal eben kurz stehen, lassen den Drescher da rumfahren, weiß gar nicht, ob dann da hinten Platz ist. Sehen wir dann ja. Falls ihr gerade erst reingeschaltet habt, nee, so ein Quatsch, schaltet den einfach rein, geht ja hier gar nicht. Ja klar geht das schon. Wundert euch nicht, hier ist, dass hier links unten der Case Optum steht, steckt im Verkehr fest. Da ist nichts, wo er drin feststecken kann. Das ist irgendwie ganz komisch. So, ja, ab hier sollte das jetzt eigentlich hoffentlich entspannt laufen. So, ihr seht, da ist kein Verkehr, wo er drin feststecken kann. So. Ist einfach nichts. Hier fährt keiner. No traffic. You see? So, wenn ich jetzt hier sage, er soll hier losfahren, sagt er mir, er steckt im Verkehr fest. Und das für ein Schwachsinn. Ist kein Verkehr hier. So. Jetzt mache ich, stelle jetzt hier den Hänger hin. Koppel den ab. Holen wir gleich einen anderen Trecker. Lass mich ja hier nicht verarschen. Das Einzige, was ich jetzt noch eben schnell mache, ist hier eben wieder Autoload aktivieren, damit hier aufgeräumt ist. Dann probiere ich gleich nochmal, ob ich den Kurs, vielleicht funktioniert, wenn ich den Kurs neu lade. So, das ist
sie ja wohl von Hand eben drauf hüpfen. Okay. Autoload wieder ausgeschaltet oder was? Aha. Na dann. Ja, einfach nur ein bisschen aufräumen, ihr kennt das. Soll ja schick aussehen hier und soll, die Produktion soll vor allem auch laufen. So, ich weiß nicht, warum man nicht wieder anfängt zu spawnen. Aber ist mal nicht mein Problem sein. Achso, habe ich jetzt eigentlich den Arbeitsmodus an oder nicht? Ja, habe ich. Okay, so. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich guck noch mal, ob ich hier... Falscher Trailer für diesen Modus. Ja, ja, ja. So, einmal probiere ich noch, ob der hier wieder stecken bleibt. Und dann ist Schluss für heute. Dann sehen wir uns morgen am Mittwoch wieder. In diesem Sinne, sage ich euch schon mal ciao. Mal gucken. Naja gut, hier fuhr er vorhin auch. Irgendwie ein Viech hier gerade durch die Gegend geflogen bei mir. Aber er fährt komisch. Guckt euch das an. Irgendwas stimmt da nicht. Nee, irgendwas stimmt da nicht. Das machen wir nicht mit. Okay, ich bedanke mich bei euch und sage ciao, bis morgen.